Jungs, es geht heute nach Polen. Warte, ich bin so arrogant nach 2 Wochen endlich im Video. Wo ist der Ball, Breezy? Hä? Mit oder ohne Bande? Wo ist diese? Regie, könnt ihr das rauscutten? Habe ich schon erwähnt, dass es nach Polen geht? Achso, kleiner Funfact, ne? Das ist die Brille aus Malle. Auf Ernst, man denkt, ich fliege in Urlaub, ne? Mit meiner Brille und dem Koffer. Ich sag euch ehrlich, ne? Wenn ich euch so sehen würde, als Pole oder als Tscheche, würde ich euch auch abziehen. Komm, bitte, wie die da stehen. Mit dem fahren wir? Ich hab doch gesagt, komm, Fitness. Holger hat so eine Fähigkeit. Wenn du ihm sagst, lass nach Berlin fahren, ja. 3 Stunden, er fährt ohne Probleme. Er fährt auch 3 Stunden wieder zurück. Ey. Wenn du sagst, lass uns nach Tschechien, er fährt 8 Stunden hin und 8 Stunden wieder zurück. Ohne Probleme. Du hast nicht geschlafen? Gar nicht. Fähr weg, Bruder. Das ist, was gleich kommt. Was? Das, was du im Auto erzählt hast? Bruder, ich sag mal so, das, was ich im Auto... Nee, ich erzähl's gleich auf der Autobahn. Wenn wir so 180 fahren ungefähr. Das Ding ist, es bockt nur... Ah, ich darf nicht spoilern. Nein, nein, ich guck mal, ich spoiler noch nicht. Das Ding ist, ihr wisst es selber auch noch nicht. Ich hab's auch noch nicht erwähnt. Deswegen, ich erwähne das gleich auf der Autobahn. Nur, dass ihr checkt, Jungs, ne? Das, was ich euch gleich sage, das werdet ihr nur fühlen, wenn ihr es auch geschaut habt eigentlich, ne? Ja. Du Kleiner, ich mache hier Close-Up seit 20 Jahren. Ich sag nicht reden, er redet immer noch. Du hast Hummel im Arsch, ne? Der Zeitpunkt ist gekommen, Jungs, ne? Guck mal, ich muss eigentlich auch den Hintergrund erzählen, ne? Kennt ihr den Film Countdown? Ja. Hast du den geguckt? Ja. Hast du den geguckt, Nico? Ich kenne ihn nicht. Okay, um es ganz kurz zu fassen, ne? Bruder, bei dem Film geht es darum, es gibt eine App und die App zeigt dir an, wann du stirbst. Also zeigt dir nicht an, wie du stirbst, sondern einfach nur quasi mit einem Countdown, wann du stirbst. Manche haben Glück, da steht zum Beispiel 87 Tage noch. Bei manchen steht schon so 13 Minuten. Da denke ich mir immer so, Bruder, das sind die auch, die die App dann schlecht bewerten. Ich gucke mir diesen Film an gestern und jetzt habe ich eine Frage an euch. Wollt ihr auch die App mal benutzen? Nein. Ich glaube ja theoretisch nicht daran, ne? Aber Bruder, stell dir mal vor, die App ist so aufgebaut, dass du musst ja diese AGBs bestätigen, ne? Ja. Dein Standort wird ja auch mitgegeben. Stell dir mal vor, es gibt wirklich Leute, die sich darauf spezialisieren, die Leute da umzubringen. Wir machen Xing Shang Shong und der Verlierer muss sie runterladen. Bruder, du hast verloren, du musst runterladen. Oh, ich hab zu sehr Angst. Ich sag dir eine Sache, Bruder, ne? Sagen wir mal, da steht Counter 10 Minuten, ne? Ja. Auf Ernst, wenn da eine Minute steht, Bruder, distanziere ich mich von dir, ne? Das hier. Auf einen Schwanz, 32 Jahre. Ich hier einfach Polizeikontrolle, Jungs, was versteckt ihr hier? Hä? Wo habt ihr den Ball hingelegt? Bin mal gespannt, was das alles in Polen erwartet, ne? Also ich sag mal so, ihr wisst genauso wenig wie wir. Dieser eine Tag in Tschechien, Bruder, der hat mich geprägt. Auf Ernst, ich hab Angst. Ja, voll Kopfschmerzen. My head is hurting. Geht's dir gut? Nein, Bruder, mir geht's gar nicht gut. Warum filmen sie mich eigentlich? Ist das Entschuldigung, komm, ich drücke die Kamera, hält's einmal schief so. Hält die Kamera so. Das ist so schlimm, ne? Junge, wie soll ich fangen? Erklär mal bitte. Das ist ja, hätte ich jetzt mein Kind geworfen als Beispiel? Ja, dann wäre auch jetzt, Boden. Jetzt mal angenommen, ich hätte mein Kind geworfen. Ja. Hättest du ihn nicht gefangen? Nein. Ja, danke. Pass auf, was ich mit deinem Problem Kind ist, mache. Warum willst du dein Kind werfen? Ja, Bro. Das ist die andere Frage. Es gibt Sachen, die müssen die Kinder lernen. Früher. Hinten hat man auf jeden Fall deutlich mehr Platz. Deswegen, ich halte euch so oder so auf dem Laufenden. Wenn irgendwas passiert, wenn wir einen Unfall machen, wenn ein Reh kommt, wenn... Ich halte euch auf dem Laufenden. Silva und Matte. Jungs, weißt du, was mir einfällt, Digga? Wie findet ihr eigentlich das Wetter heute? Ich lass laufen. Mit dem Range Rover! Range Rover! Junge, ich... Bruder, ich hab doch mitgerappt für dich! Das ist exklusiver Content gewesen. Ich hoffe, wir werden live angehalten. Ich werde das genießen, weil ich bin kein Fahrer. Ich muss keinen Urintest machen. Ey, die ziehen aber krass viele Leute raus, ne? Weil die Frage habe ich auch oft bekommen, wie das ist mit den ganzen Grenzkontrollen und so. Wir wurden bis dato, also bis heute, nie angehalten von der Polizei in Polen. Das Krasseste war immer noch, wir sind einmal nach Tschechien gefahren, haben dort Böller gekauft, haben die aber nicht dort gezündet, weil wir Angst hatten, dass diese Glatzköpfe wiederkommen. Sind nach Deutschland gefahren, nach Hamburg, mit den Böllern im Kofferraum und sind dann anschließend nach Polen nochmal mit den Böllern gefahren, um sie dort zu zünden. Wir wurden nicht gepiekt. Das ist krass. Deswegen, ich würde euch das nicht empfehlen, Digga. Macht es nicht. Ey, weißt du, was wir eigentlich mal wirklich machen müssen? Wir müssen eigentlich mal wirklich in Polen 1-2 Tage bleiben und einfach so ein bisschen filmen. Einfach in der Stadt so ein bisschen unterwegs sein. Das Problem ist, das sind so ein bisschen kältere Städte, Digga. Nicht vom Wetter, sondern so, die Menschen sind so ein bisschen kälter drauf, Digga. Hab ich das Gefühl auf jeden Fall. Ey, Junge, ich habe heute ein Ziel. Ich brauche Viagra. Willkommen in Polski. Man weiß ja nie, Digga. Bald ist es soweit bei dir, ne? Man weiß ja nie, wann die Zeit kommt. Wenn ich dich so ein Horn sehen würde, ne? Ich würde mir sagen, Bruder, bitte geh weg. Der Bruder wird bald Vater, ne? Vielleicht, aber Drillinge. Dann vielleicht, reicht nicht da. Vielleicht. Musst du 3 Stück mitnehmen. Er sagt ja vielleicht. Viele Viagra gegessen. Ja. Der ist Viagra wie M&M's. Mir ist wichtig, dass wir heute auf jeden Fall irgendwelche unterschiedliche Sachen holen. Irgendwas ganz, ganz Neues, was wir vielleicht davor nicht hatten. Keine Ahnung, zum Beispiel Böller oder so.
Ich will nichts sagen, ne, aber wenn das Sonnenblumenöl ist, Bruder, bei uns in Hamburg ist schwer. Hamburg ist alles weg. Bruder, das ist Gold jetzt, ne? Mal waren die Masken Gold, jetzt ist nichts Gold. Wie kommen wir von Sonnenblumenöl auf Viagra jetzt? Das ist besser. Alles gut. Mein Kollege will probieren, geht das? Das schneller funktioniert. Das schneller funktioniert, Bruder. Hier, für Ungeduldige. Da hast du sogar eine Cobra drauf, ne? Ja. Weißt du, was Bruder, lustig ist? Ernst, weißt du, was lustig ist? Du bist jetzt hier, du musst gleich laufen. Du denkst Spaß, ne? Aber ich hab vor solchen Sachen richtig Respekt, ne? Alter, ich hab voll Angst, wie die Tabletten aussehen, Digga. Gut, gut. Ich stehe auf Männer. Jeder zweite dreht hier Werke an. Das ist die, die ich hab. Die ist aber ein bisschen zu groß, Bruder. Da passt Laptop rein. Aber merkt auf jeden Fall, die sind schlechter gemacht. Ja. Viel, viel schlechter gemacht. Für Frauen ist natürlich auch viel Auswahl dabei. Auf Ernst, das Problem ist, man kann hier echt nicht mehr so entspannt filmen wie damals. Wir haben einfach was ganz Bestimmtes gesehen hier. Wir haben einen Boxautomat gefunden. Hier kann ich den ganzen Spaß beenden. Das Lustige ist, ich habe ja selber einen Boxautomat zu Hause, ne? Ich habe ja einen gekauft gehabt. Und der chillt einfach seit gefühlt paar Monaten einfach bei mir zu Hause im Zimmer. Und ich kann nichts mit dem anfangen, Digga. Frag mich bitte nicht, warum ich den gekauft habe. Komm, Breezy. Erster Schlag. Maschallah. Möchten Sie auch? Ich gebe Ihnen einen aus. Einmal schlagen. Es gilt als Schlag, ne? War doch ein Schlag jetzt? Null. Sorry, Jungs. Warum ist bei mir jetzt keine Musik mehr? Ich stehe hier nicht vor 900 raus. Mach Rekord, komm. Du schlägst einmal, ich schlag einmal. Walla hat Rekord gegen 900. Walla hat Rekord geknackt. Du wie alt? 35. 35? Du hast dich aber jung gehalten. Wer so schlägt, der bleibt doch jünger, ne? Ich mach das für Sie. Glaube ich. Für euch. Ja. Ich war damals eine Frau, ne? Warte, ich setz dich ein. Wir gehen hier nicht raus, bevor ich 900 geschlagen habe. Der ist für Sie. Wir machen mal. Mal los! Da hab ich sogar besser geschlagen. Jungs, hier ist irgendwas kaputt. Frau Schäfer, Monat. Ja, tamam. Wie willst du das Geld? Wie dann? Jungs, es geht auf meinen Stolz, auf Ernst jetzt. Sagen Sie mir eine Zahl zwischen 0 und 2000. 999. Machen Sie 899. 899. Das schafft er jetzt. Ja, ein bisschen hätte gefehlt. Plus, minus 0 haben wir Ihre Zahl erreicht. Perfekt. Hab ich gewonnen? Sie haben gewonnen. Kommt auf. Jungs, ich habe alles für euch vorbereitet. Jetzt nicht einfach auf Straße stehen, ey. Bruder, bei euch ist irgendwas, ihr hast du Schlagding an? Nee, ne? Du kannst dich jetzt auch nicht setzen. Ja, ich kennst du dieses Harry Potter Portal? Er ist da durchgelaufen. Jetzt zu, Bruder. Come on, man, come on. Ah! 900! Bravo! Er war jetzt 9 gekostet. Ah. Der andere war härter. Der Einkauf ist diesmal erledigt. Wir haben 3 Tüten geholt oder 2 Tüten, keine Ahnung. Aber ich weiß gar nicht mehr, was wir geholt haben, Bruder. Ich glaube, das ist der größte Einkauf, den wir bisher hatten. Wie viel hast du bezahlt für deine Mutter? Für meine Mutter? Ja. Anne, ich habe Insta-Story gemacht, er hat gratis gemacht. Wir zünden die nicht in Polen, sondern wir zünden die in Deutschland. Deswegen fahren wir jetzt erstmal nach Hamburg und lassen es da packen, danke. Wir dürfen diesen gleichen Fehler nicht mehr machen. Wir nehmen nicht die ganze Tüte rüber, sondern wir lassen das im Auto, falls wieder irgendwelche Glatzköpfe kommen, dass wir die Sachen da nicht liegen lassen. Mhm. Schau, ich wäre einfach gelaufen. Die sorry, sorry, sorry. Ich nehme noch Tüte mit. Sorry. So, guck mal, wie er den wirft einfach. Oder hier neben Auto. Gleiche guckst auch dort Riss. Okay, der hat 15 Gramm Schwarzpulver, den zünd ich nicht an. Die Dinger heißen The Killer. Ich habe keinen Plan, die kosten 3 Euro. Er hat uns die einfach noch dazu gegeben, deswegen habe keinen Plan, wie die sind. Volker, wir machen eine Challenge. Wer den weiter wirft, okay. Der Verlierer muss den im Mund halten. Oh. Oh, Duffy! Duffy! Er wollte Feuerzeug werfen. Junge, was war da? Okay, ich verstehe, warum er die uns gratis gegeben hat. Das ist Polizei. Und die können uns nichts machen. Ich wäre schon. Aber noch, Tolga, ich glaube, du hast sogar beim Werfen vom Böller hast da hingeguckt, ne? Ja, wolltest du das Ding? Wer bin ich? Weil hätte er noch so gemacht, so dieses so. Und dann, das Problem ist, ich sag euch ehrlich, wenn das Polizei war,
Ich sehe die ja immer noch, die sind da ganz hinten. Das heißt, die müssten nur eine große Runde machen. Die können aber rein theoretisch kommen, Jungs. Okay, Jungs, weißt du, was wir machen? Plan B. Sorry, falsch. Jo, wie kommst du da an? Danke. Natürlich komme ich da an. Gehe ich umsonst im Sport oder was? Das ist das Problem, Digga. Man fühlt sich immer unsicherer. Weil ein, zweimal was passiert ist. Davor, wir haben immer gezündet, da ist nie was passiert. Aber wenn einmal was passiert, bist du dementsprechend dann eingeschränkt. Und da hinten ist das Auto wieder, glaube ich, ey. Aber seien wir ehrlich, wir haben heute alle das Gefühl gehabt, dass irgendwas passiert, ne? Ja. Auf Ernst. Ich habe mich sogar eben umgezogen extra fürs Video, Digga. Digga, das Ding funktioniert immer noch, ne? Er meinte das richtig laut. Er meinte das lauter als Dumm-Dumm. Was ist das denn? Wir machen erstmal die Sachen an, die vielleicht nicht so laut sind. Der Typ meinte das platzt nicht, ne? Bruder, ich kenne den Typen nicht persönlich. Oh. Das geht immer höher. Und guck mal, wie lange die schießen. Wir sind todeskaputt. Und mein Kopf drückt schon seit keine Ahnung wie lange. Sehen Sie, wir haben ein kleines Problem gehabt. Wir haben ja die ganze Zeit beim Böllern zwei, drei Polizisten gesehen. Also das Auto ist ja die ganze Zeit von links nach rechts gefahren. Bis es dann irgendwann in unsere Richtung kam, Digga. Das war ein bisschen kritisch, Digga. Das war echt kritisch. Das war uns an der Stelle so ein bisschen zu riskant. Deswegen mussten wir da alles liegen lassen und gehen. Junge, wir haben einfach alles liegen gelassen, ne? Geil. Okay. Danke. Okay. Die Polizei hat uns einfach in dem Sinne hochgenommen, Digga. Wir haben alle Sachen da gelassen und mussten dementsprechend die Flucht ergreifen. Deswegen dachte ich mir, komm, wenn wir schon im Pol sind, nutzen wir ein bisschen die Zeit. Wir haben uns jetzt irgendwas rausgesucht, wo wir vielleicht essen gehen, um uns ein bisschen zu stärken und dann geht's wieder zurück. Einfach, wir haben ein Zehntel von dem Sprengstoff gezündet, Digga. Nicht mal, 8%. Der Rest chillt einfach noch da. Wie gesagt, wenn irgendwann bei dieser Brücke irgendwann sein sollte, ne? Und du siehst die Sachen. Bruder, gehört dir. Ich sag euch ehrlich, mein Gefühl, ich könnte hier irgendwie nicht wohnen, Digga. Also es ist natürlich immer schön, so neue Eindrücke zu sammeln, aber so wohnen hier geht echt nicht, Digga. Ist mir ein bisschen zu kalt, Walla. Also irgendwie die Menschen sind ein bisschen kälter drauf. Solche Trips sind so oder so wichtig. Ich bin sowieso der Fan davon, einfach mal ein bisschen wegzufahren. Weil nur Hamburg ist auf Dauer auch langweilig. Hallo, ich heiße dein Typ. Kennt ihr das, wenn ihr einfach richtig träge und schlapp seid? Hi, das bin ich. Ist das schlimm eigentlich, wenn man Schwein ist? Weil wir sind ja theoretisch in Deutschland. Eine? Genau. Wie teuer? Proszek. Ah, warte, lass mal. Aber es ist schwer mit dir zu kommunizieren, ne? 20, 25 Euro. 20. Ja, wir haben jetzt bei Ihnen zu nahe, Hobak. Oder war der verschiedene? Oh, er ist voll schwer. Bro, wir haben, also warum haben wir jetzt einen Feuerlöscher? Das Ding ist aber auch schwer, ne? Das ist schwer. Mein Vater ist immer so laut. Ich wollte schon immer Baseball spielen, deswegen testen wir es an der Stelle jetzt auch. Ich werf, ne? Du musst gleich zu mir werfen, ich muss schlagen. Wir haben den jetzt getestet, mit einem Schlag. Das war ein Home Run. Nennen wir das Home Run beim Baseball? Ja, ne? Ja. Auch wichtig, das lernen wir auf TikTok. Wenn jetzt jemand kommt, den kennen wir nicht. Es ist ein fremder Typ, er will was von euch. Wie wehrt ihr euch, wenn er einen Gegenstand in der Hand hat? Wir machen das Standard-Szenario. Ich gehe jetzt einfach gerade hier lang, ne? Es gibt mehrere Optionen. Die erste und sicherste Option wäre diese. Auch ganz übliches Szenario. Du warst bei der Arbeit, willst nach Hause, steigst aus dem Auto aus. Du musst gleich, wenn ich beim Kofferraum bin, mich angreifen mit einer Hand. Meine Tasche, wo ist die im Kofferraum? Och Mensch, ey. Du musst fallen lassen, aber, ne? Ja, Bruder. Verteidigungskurs ab 50 Euro im Monat.